Yo, was geht ab? Mein Name ist Joker Tululu, aka The Fresh Prince of YouTube. Und meine Aufgabe ist heute, dir Weihnachten so richtig zu verderben. Wie ihr den Titel entnehmen könnt, ist dieses Video Teil von einem Adventskalender. Ich bin die Nummer 23, denn ihr wisst ja, das Beste kommt zu vorletzt. Irgendwo in diesem Video versteckt sich eins von insgesamt 24 Wörtchen, die zusammen einen Satz ergeben. Und wer diesen ganzen Satz entziffern kann und rausfindet, so auf Detektiv Conan mäßig, gewinnt dann was. Zum Beispiel der Aufenthalt in einem Cineplex-Kino, wo du und deine Kollegen so zocken könnt oder ihr könnt einen Film gucken. Das gehört alles euch, Oder ihr kriegt so eine Box voller Utensilien von uns YouTubern, also von den 24, die mitgemacht haben. Also auch unter anderem mich. Heute decke ich die vier größten Lügen auf, die es seitdem es Weihnachten gibt. So, dann fangen wir auch mal direkt an. Ich sehe gerade, ich habe nicht dekoriert. Ich hätte mal ein bisschen dekorieren können. Warte mal kurz. Zur Lüge Nummer 1. Nur der Gedanke zählt. Diese Sache ist, wie wir alle wissen, gelogen, aber auch gleichzeitig eine Wahrheit, denn der Gedanke zählt wirklich. Es ist wirklich wichtig, was du dabei denkst, wenn du schenkst. Aber was uns nicht gesagt wird, ist, dass nicht dein Gedanke als Mann zählt, sondern nur der Gedanke der Frau. Bedeutet, eine Frau erwartet, dass wir ihre Gedanken lesen und damit auch wissen, was sie will, damit wir das kaufen, was sie will. Und deswegen sagt man auch, dass nur der Gedanke zählt, aber nicht der Gedanke der Allgemeinheit zählt, sondern nur der Gedanke der Frau. Lüge Nummer 2. Die angeblich besten Geschenke für Männer. Ich bin letztens so auf Facebook unterwegs, Joker Tululu, und hab dann so an der Seite so eine Werbeanzeige gesehen, okay? Und da stand so drauf so, die 10 besten Geschenke für deinen Freund. Ich meine, wir Männer, wir brauchen keine 10 Geschenke, okay? Und wir brauchen auch keine Frau, die anderen Frauen versucht zu erklären, was wir als Männer für Geschenke haben wollen, okay? Wenn du deinen Mann wirklich liebst, okay? Ich meine, du liebst ihn so richtig, so abgöttisch, so einen, auf den du kannst ohne ihn nicht mehr leben, okay? Dann gibt es nur ein Geschenk, so ein Geschenk, worüber sich jeder Mann so richtig freuen wird. Das beste Geschenk, was du einem Mann machen kannst, ist... eine Runde Schweigen. Und ja, ich sehe euch Frauen schon sagen... Also wenn mein Mann mich wirklich liebt, dann hört er mir auch zu, wenn ich was zu sagen habe, okay? Das Problem dabei ist nicht, dass ihr redet, sondern was ihr redet. Denn ihr Frauen tendiert dazu, mit uns so zu reden, wie mit eurer besten Freundin. Oh mein Gott, du kannst diese Jenny zu mir, ne? Diese kleine Bitch, jetzt mir gesagt, einfach so, was trägst du denn da? Sag ich so, was, Bitch, was trägst du denn da? Weißt du, ich meine? Und oh mein Gott, ich war so sauer auf sie, weißt du? Aber ich konnte nicht sagen, dass ich dir das eingeladen so. Und ich bin dir eigentlich noch was schuldig und so alles. Lüge Nummer 3. Wham. Wer Weihnachten kennt, kennt auch die Band Wham. Und wer Wham als Namen nicht kennt, kennt auf jeden Fall deren Song. Last Christmas, I gave you my heart. And the very next day, you gave me. Ja. Dieser Track ist die drittgrößte Lüge, die es seitdem es Weihnachten gibt, Der Track Last Christmas wurde am 15.12.1984 veröffentlicht und in diesem Track geht es um Last Christmas, also Weihnachten 1983, okay? Und in diesem Track sagt er, Last Christmas I gave you my heart, okay? Das heißt, letzte Weihnachten habe ich dir mein Herz gegeben, okay? Das heißt, er müsste bis heute so insgesamt 31 Herzen vergeben haben, okay? Deswegen habe ich bei einer Arztpraxis angerufen, um zu fragen, ob sowas rein biologisch möglich ist. Schaut selbst. Ja, schönen guten Tag, Joker Tululu mein Name. Und zwar wollte ich fragen, ob es rein biologisch möglich ist, dass ein Mensch insgesamt 31 Herzen hat. Ja, nee, das ist natürlich nicht möglich, rein biologisch. Was ist denn das für eine Frage? Ihr habt es nur von einer Fachkraft bestätigt bekommen, okay? Es ist biologisch unmöglich, dass ein Mensch 31 Herzen hat, okay? Das heißt, nächstes Mal, wenn ihr diesen Song Last Christmas hört, dann denkt an mich und denkt an diese verdammte Lüge von Wham! Und jetzt kommen wir zu der größten Lüge. Und diese Lüge ist die Lüge, die mich am meisten beschäftigt als Menschen. Es geht um den Weihnachtsmann. Und ja, mir ist klar, dass jetzt einige von euch denken so, hahaha, er sagt, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Hahaha, Bullshit. Wir leben momentan im Jahre 2014 und nähern uns langsam im Jahre 2015 an. Wenn du heute wirklich noch glaubst, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, dann lief irgendwas verdammt falsch in deiner Erziehung. Okay, bevor ich euch verrate, worum es hier geht, möchte ich, dass ihr wisst, dass ich momentan jetzt gerade mein Leben aufs Spiel setze, okay? Daher, es kann sein, dass mich irgendjemand in den nächsten Stunden umbringen wird, okay? Daher, abonniert diesen Channel, spreadet dieses Video, damit wirklich jeder von dieser Lüge erfährt, okay? Damit wirklich jeder weiß, worum es hier geht. Ich werde euch jetzt nun die größte Lüge verraten, die es seitdem es Weihnachten gibt. Der Weihnachtsmann, aka Santa Claus. Man nennt ihn Weihnachtsmann, okay? Und was steckt in Weihnachtsmann drinnen?
Nacht. Und was ist die Nacht? Dunkel. Und wen sieht man nicht im Dunkeln? Ihr habt also keine Ahnung, was die Menschen nicht im Dunkeln sieht. Okay, mach mal Licht aus. Aha, aha. Ja. Licht wieder an. So, jetzt weißt du, wie man im Dunkeln nicht mehr sieht, okay? Und außerdem... Schwarze Menschen sind nicht die einzigen, die man im Dunkeln nicht sieht. Ja, nein. Ja, nein. Es gibt noch eine Sache. Und zwar, wenn man Weihnachten ins Englische übersetzt, dann heißt es Christmas. Okay? Wenn du Christmas abkürzt, dann bleibt nur noch Xmas. Wenn du das Mess wegnimmst, dann bleibt nur noch X. Und wer fällt dir dazu ein? Der Rapper X to the Z Exhibit. Und er repräsentiert die Westküste. West Coast, wer tut's noch? Die West Coast Bloods, okay? Wer sind diese West Coast Bloods? Das ist eine Gang mit ungefähr 15.000 bis 20.000 Mitgliedern, die gerne mal andere Leute berauben, okay? Das heißt, sie könnten rein theoretisch mit den gestohlenen Sachen auch andere Leute beschenken. Okay? Und wie viele Leute bräuchst du ungefähr, um die ganze Welt zu beschenken? Vielleicht so 15.000 bis 20.000? Okay? Und wodurch machen sie bemerkbar? Okay? Deren Markenzeichen ist, dass sie immer rot tragen. Und wer trinkt auch immer rot? Vielleicht dieser Typ hier? Er trinkt nämlich auch immer rot. Und wenn du mir nicht glauben möchtest, dass der Weihnachtsmann ein Blurred-Mitglied ist und dass er eigentlich wirklich schwarz ist, habe ich hier den Beweis für euch. Hier ist der Beweis. Pass auf. Ne? Dieses Bild zeigen sie euch. Die sind so, hallo, ich bin der Weihnachtsmann. Aber wenn er sich aussieht, wenn er seine Maske ablegt, dann ist er schwarz. Jo Leute, es tut mir auf jeden Fall leid, dass ihr es auf diesem Weg mitbekommen habt, aber es ist halt die Wahrheit. Was soll ich machen? So, ne? Aber ich werde alles dran setzen, dass ich diesen schwarzen Weihnachtsmann finde, dann werde ich ein Foto von ihm machen und auf meine Instagram-Page posten. Genau hier unten. Also folgt mir auf Instagram. Bis zum 31. Dezember habe ich es geschafft. Da habe ich ein Bild von ihm gepostet, okay? Und solange könnt ihr auf jeden Fall die anderen YouTuber hier abchecken. Und ja, wie gesagt, sammelt die ganzen Wörtchen zusammen und bildet den Satz und gewinnt diesen Preis oder diese Preise. Und ja, abonniert diesen Channel hier, wenn ihr es noch nicht getan habt und werdet Teil der Familie. Und gebt diesem Video einen Daumen hoch. Und ich würde mal sagen, ich bin draußen. Ich bin Joker Tululu, aka The Fresh Prince of YouTube. Und wir sind Familie Tululu. Und das war ein sehr beknacktes Video, ich weiß. Aber hey, you know. We love to entertain you. Oder sonst was, ja. Egal. Ciao.